So, gibt es hier untersuchen? Gegenstandmontur. Sie haben die Gefangenenmontur gewonnen. Cool. Nein, ich möchte die Gefangenenmontur nicht anziehen. Aber hier sind schon mal die Monturen, okay. Was haben wir dann hier? Hier haben wir untersuchen. Da haben wir jetzt Benjamin Shirts Andenken gewonnen. Okay. Und der ganze andere Rest. Ah, hier ist. Ah. Sieh mal an. Was ist das hier? Untersuchen. Fallen. Okay. Ich kann hier irgendwie nicht ganz interagieren, wie ich das möchte. Wir haben hier Steintomahawk haben wir hier nämlich noch hängen. Auf jeden Fall sind hier, ja, meine Waffen, wenn auch nicht viele, aber das wollte ich wissen. Das ist hier ein Horn, okay. Untersuchen. Hier ist nichts. Hier ist nur diese Steinschlosspistole. Ja, okay. Ich wollte auf jeden Fall wissen, hoppala, ob es eine Möglichkeit gibt, an die Waffen nochmal zurückzukommen. Das bedeutet, wir können uns quasi die ganzen Sachen einkaufen gehen, dann hier ablegen und werden wir dann nämlich unsere besten, weil ich sammle sehr, sehr gerne. Und dann können wir ja auch alle Waffen und dergleichen sammeln. Aber nichtsdestotrotz verlassen wir jetzt einmal das Haus und machen hier auch dann mal einen Cut. Ich habe sehr, sehr viel aufgenommen. Wir haben New Yorks Mini-Mission alle erledigt, bis auf der Norden spackt ein bisschen. Da müssen wir mal schauen, wie das funktionieren wird. Die nächsten Ziele werden auf jeden Fall erstmal Boston und Grenzland fertig abarbeiten. Und dann sind, glaube ich, einfach nur noch die Hauptgeschichten da. Ich verabschiede mich hier ganz herzlich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Und bevor hier irgendwas passiert, hoppala, drücke ich mal wieder die falsche Taste, beginne ich hier direkt zum Hafenmeister zu. Worten. Ohne weiteres, so frech bin ich nun mal. Ja. Wir wollen ja genau mit dem noch interagieren hier. Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen! Eine Wahnsinnsbeute! Potzblitz! Dafür gebe ich dir einen Brief, keine Frage! Den Rest hole ich mir später. So, da haben wir schon mal den ersten Brief und ich muss jetzt hier auch eben Cut machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich weiß, das war jetzt eine sehr schnelle Unterbrechung, die wir beim letzten Mal hatten. Ich habe ja quasi nur eine Minute aufgenommen, weil das zeitlich doch nicht so gepasst hatte, wie ich es mir oft hatte. Wir sind jetzt aber wieder da und ich weiß nicht, ob dieser Typ noch was für Wieder uns hat. da? Was hast du diesmal für mich? Das reicht nicht, Ja, Junge. das habe Bring mir ich mehr, dann tauschen erwartet, wir. dass wir nichts mehr für den haben. Aber ich sehe gerade, wir können wieder ein paar maritime Missionen starten. Und dann wollen wir mal mit unserem Typen hier reden. Und wir sehen hier oben, was ist das denn? Das Geisterschiff. Die Octavius Finn und Captain Kidds Schatzkarte in Besitz nehmen. Diese maritime Mission starten, jawohl. Dann haben wir das hoffentlich auch schon fertig und dann kommen keine Schiffsmissionen mehr. Nordwestpassage 1776, jetzt weiß ich auch, was sich dort Ich hoffe, oben Faulkner hat recht. befindet. Wie jemand an die Nordwestpassage glauben kann, ist mir ein Rätsel. Okay, so viel dazu, dass es eine See ist. Ich erkenne auf der Karte ja nicht ganz so gut den Unterschied zwischen Wasser und Land. Aber es sieht ein bisschen frostig aus. Und jetzt sind wir auch im Spiel, weil sich die Kleider verfärbt haben wieder in unser schönes, antikes Dunkelblau. Jetzt sollen wir die Octavius finden. Machen wir. Die Octavius. Hendrik van der Holz, erstes und letztes Kommando. Wer auch immer jetzt Henrik van der Holz ist. Aha, wir haben hier ein Zeitlimit, sehe ich gerade. Ja, das beruhigt mich jetzt auch. Ja. Nicht ins Wasser fallen. Ich bringe mich mal eben um. Wir sehen ja, dass der Bildschirm ein bisschen
Gefriert finde ich sehr, sehr gut gemacht. Wir können jetzt noch in die Datenbank gehen und was für Octavius vorlesen. Dieses Schiff steht im Mittelpunkt einer Geistergeschichte, von der die meisten Historiker sagen werden, sie sei total Unfug. Im Gegensatz zu allen anderen Geistergeschichten, natürlich. Und trotzdem, hier sind wir. Der Legende nach segelte die Octavius unter dem Kommando von Hendrik van der Hoel, der davor als Quartiermeister unter Captain William Kidd gedient hatte. Im Jahr 1761 verließ das Schiff England in Richtung Asien. Der Kapitän und die Crew machten die gefährliche Reise um Kap Horn und ein Jahr später war das Schiff voll beladen mit Reichtümern Asiens und bereit für den Rückweg nach Europa. Niemand weiß, warum sich Van der Hoel für eine Rückreise durch die Nordwestpassage entschied. Zu dieser Zeit hatte überhaupt noch niemand einen solchen Seeweg im Norden entdeckt, wodurch seine Entscheidung einen Selbstmord leicht gleichkommt. So überrascht es nicht, dass das Schiff bald als vermisst gemeldet wurde. Das heißt, es war entweder gesunken oder steckte im Eis fest. Und jetzt wird es interessant. Irgendwann in den 1770er Jahren fand die Crew eines Walfängers die Octavius vor der Küste von Grönland treibend. Alle Mannschaftsmitglieder waren unter Deck erfroren, darunter auch der Kapitän, der gestorben war, während er einen Logbucheintrag vornahm, der auf das Jahr 1762 datierte. Das heißt, die Crew war tot und doch fand das Schiff in den folgenden Jahren die Nordwestpassage von ganz allein. Ja, definitiv Geister. Das ist ein bisschen traurig, ne? Also, ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, aber auch irgendwo sehr traurig, wenn man, wirklich, sag ich, probiere das jetzt ein bisschen langsamer, aber bedeutend geschickter zu regeln. Eine halbe Minute haben wir noch. Sekunden. Das sollten wir schaffen. Und nicht ins Wasser fallen, Connor. 13 Sekunden. Los. Ja, Limit haben wir schon mal erreicht. Jetzt müssen wir nur irgendwie hochkommen. Jetzt sind wir lustigerweise runterhergegangen. Octavius haben wir schon vorgelesen. Hier haben wir jetzt einen Speicherpunkt und zwei Schatzkisten, okay? Mir ist nicht ganz klar, wo wir gerade hier hoch... öffnen. Wo wir hier gerade hier hoch müssen, aber hier ist ein Schatz schon mal. Ich gucke mir das jetzt mal von außen ein bisschen an. Aha. Aber ich glaube, wir müssen auch hier hoch, sehe ich gerade. Jetzt verstehe ich auch. Ja, manchmal kann man nicht ganz so deutlich erkennen, wo die grünen Punkte... herleuchten. Okay. Dann kannst du da noch weiter, Connor. Okay, hier sehe ich eine eindeutige Rille, wo man hoch kann. Ich bin stets bemüht, nicht ins Wasser zu fallen. Das wäre ja unser Tod. Und jetzt kommen natürlich auch wieder... hallo? Aha. So. Oh mein Gott, hier liegen sogar die Leichen noch. Krass. Guckt euch das an. Wie cool ist das denn bitte gemacht? Ich bin begeistert. Jetzt haben wir hier zwei Schätze noch. Ich glaube, der eine Schatz, der war oben. Wir gucken mal. Das ist natürlich sehr strange, wie wir gerade... Ich finde das immer toll, wenn man nach oben drückt und er geht dann automatisch nach unten. Hier haben wir noch einen Schatz. Ja, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir natürlich alles mit, was wir hier gerade entdecken können. Jetzt würde ich sagen, gehen wir jetzt doch nochmal unter Deck. Oder gucken. Ne, es ist wirklich unter Deck. Okay. So. Ich weiß nur nicht... hier hoch können wir laufen. Hendrik van der Hoel. Captain Kidds Quartiermeister, der selbst Captain wurde. Die Passage, die du gesucht hast, gibt es nicht. Ich hoffe, du hast nicht lange gelitten.
Ja, okay. Hier haben wir jetzt schön und gut Captain Kidd, bla bla bla. Also der Quartiermeister. Aber wo ist jetzt der Schatz? Der zweite. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich meine, wenn wir hier sind, sind wir auf der richtigen Höhe. Ach, mir ist das egal. Mir ist das wirklich egal. Wir haben genug Geld. Irgendwie. Hier ist er ja auch nicht. Da kann man hier irgendwo... Nee. Okay, dann gehen wir einfach jetzt hier nochmal her. Oder vielleicht kann man ja hier irgendwo her. Ne, auch nicht. Na gut, dann wollen wir das halt an uns nehmen. Und damit, glaube ich, diese Mission auch beenden. Oh mein Gott. Jetzt haben wir die Hand abgemacht. Das sieht ein bisschen danach aus. Wegen dem, oh Gott, sie ist wirklich... Oh mein Gott, wie eklig. Und da sieht man sogar... Oh Gott. Da hat man sogar den Knochen gesehen. Ja. Ach, jetzt müssen wir auch nochmal zurück. Okay. Ja, natürlich. Und ich dachte, wir wären jetzt hier durch. Nein. Ey, vielleicht... Ich muss raus aus diesem Ding. Hä? Ich muss hier raus. Ja, der Schatz wird jetzt leider nicht mehr angezeigt. Ui, Connor. Man soll doch nicht in Wracks rumlaufen. Hast du das denn nicht gelernt? Das war knapp. Das geht jetzt nicht ins Wasser gefallen zu sein. Aber auch hier finde ich das wieder geil, diese... Ey. Jetzt fängt uns gerade auch das ganze Schiff auf, ne? Ich weiß nicht, das Problem ist nur... Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und... Das Einzige, was ich weiß, ich möchte nicht im Wasser landen, weil das Wasser kommt jetzt hier hoch. Wir wollen sicherlich auch nicht erfrieren. Ich habe nicht viel Zeit. Nein, ich sehe ja, wie viel Zeit du hast. Und ich weiß aber auch nicht, wo du hier hin musst. Connor. Ja, komm schon. Da ist das Licht. Geh zum Licht. Dieses eine Mal darfst du zum Licht gehen. Oh, da ist das Schiff untergegangen. Ist ein bisschen kalt hier mir gerade. Raus aus den Sachen, Junge. Wunderbar. Damit die Schatzkarte. Felsens, der nicht passt. Aber unsere Aquila findet natürlich die Passage. Kein Problem. Wir haben, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, sind es nur noch 4 von 5 Klunkern. Das ist doch schon mal eine erfreuliche Nachricht. Und meine Nase juckt. So. Jetzt sollten wir aber auch nichts mehr haben. Zumindest was die See... Ja, richtig. Ich überprüfe jetzt noch einmal, ob uns wirklich noch ein Klunker fehlt. Wieder da? Was hast du diesmal für mich? Willst du einen Seebären-Bären aufbinden? Nicht. Nein, möchte ich natürlich nicht. Ein Seebären-Bären aufbinden ist natürlich eine sehr interessante... Konstellation, würde ich behaupten. Und ich glaube, wir porten uns jetzt mal hier hin. Okay, es geht gar nicht. Ha! Kann man es hier hinporten? Jawohl. So. Jetzt gehe ich den Weg nämlich einfach wieder zurück. Sicherlich mit dem Pferd wäre es einfacher gewesen, aber hier oben suche ich nach einer Absprungschance, die wir hier haben. Und hier. Wir haben immer noch diese Enzyklopädie offen. Und ich frage mich gerade beispielsweise, wenn wir die mal angucken, passiert natürlich nichts. Was hast du denn für uns an Mission? Textilboote. Starten wir die Mission und sehen... Ja, Connor. Es sind noch ein paar Ballen Seide in meinem alten Haus.
Sie sind außerordentlich wertvoll, doch ich glaube, ich sollte nicht zurück. Es könnte gefährlich sein. Ich habe gehofft, du könntest sie mir holen, wenn du Zeit hast. Ja, das heißt, wir müssen nach New York. Ellens feine Seide aus New York holen. Das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Wir gucken jetzt mal Ellens Schneiderei. Ich glaube, diese Punkte sagen uns halt einfach nur noch an, wo jetzt was ist, weil wir haben ja schon mittlerweile relativ viel an Menschen angesammelt. Wir haben Menschen angesammelt. Das klingt natürlich auch ein bisschen rassistisch. Aber okay. Wir müssen noch unsere Enzyklopädie fertig machen hier. Aber wenn wir uns die Leute angucken, passiert nichts. Gar nichts. Die scheinen gerade irgendeine Versammlung hier drin zu haben. Habe ich Geburtstag oder was? Hallo? Ah, danke. Ungültiges Ziel. Finde ich gut. Alle paffen sie hier irgendwelche Kippen und hast du nicht gesehen. Ungültiges Ziel. Gibt es hier noch einen Raum? Nee. Ja, okay, das ist, ich verstehe, ich ignoriere das einfach mit der Enzyklopädie, würde ich behaupten. Dann haben wir jetzt auch nichts mehr, soweit ich das beurteilen kann hier. Weil selbst wenn ich da klicke, ist ungültiges Ziel, hier bei den Menschen passiert eh nichts. Dann kann uns das auch egal sein einfach. Ja, wir wollen ins Grenzland. Warum kann ich denn nicht ins Grenzland? Aber wenn ich hier rüber ins Grenzland... Weil das ist ja auch das Grenzland. Ich will nur nicht direkt in New York landen. Deswegen gucken wir mal, was der Teleporter sagt, wenn wir hierher laufen. Ja, wirklich nach Grenzland reisen. Genau dort möchte ich hin. Ohne Umschweife, ohne Umwege. Hier haben wir noch einige Sachen zu machen. Ich muss immer noch das Fort finden. Pferd ist schon mal eine gute Idee. So. Och du. Achso. Ja. Ja. Da haben wir ein bisschen was zu tun. So Federn sammeln und so. Ja, ich habe nicht gedacht, dass es so viele Federn sind. Ich dachte, das sind jetzt nur vielleicht 10, 15, 20. Aber das sind ja... Das sehen ja schon nach 50 aus. Oh Gott. Ja, bis wir die Karte abgeräumt haben. So, wir reiten jetzt mal. Oh Gott. Oh, oh mein Gott. Einen ganz gefährlichen Weg mit dem Pferd. Reiten mal wieder hoch. Ja. Da haben wir wieder einen Trupp von Menschen. Und dann müssen wir... Nein! So. Oh, Schwert. Okay. Ja, ohne Kompromisse mal jetzt wirklich einfach sagen... ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie komme ich denn hier runter? Kann ich hier irgendwo runterklettern? Ha. Huh. Das ist jetzt sehr, sehr spannend. Die Frage ist jetzt, wo kann ich mich runterfallen lassen, ohne dass ich direkt sterbe? Ach, wir probieren es hier einfach mal. Ja, man kann sich nämlich auch buggend herunterbewegen. Sicherlich. Jetzt müssen wir nur noch wieder hochkommen. Was nicht gerade einfach werden sollte. Hä, wo sind wir denn jetzt hier?